Matthias Fink, Europawahl ist zu Ende, es ist gewählt. Die CSU hat ihr erstes Ziel zumindest erreicht, ist deutlich stärkste Kraft geworden im Land. Hier in Augsburg ist es etwas enger geworden. Eine Partei, die man da eigentlich gar nicht erwartet hat, in der Größenordnung zumindest, mit den Grünen, ist Ihnen ziemlich auf die Pelle gerückt. Oder hatten Sie die da oben auf der Rechnung? Das ist eine Tendenz, die wir in den letzten Wahlen ja schon immer gesehen haben. Das linke Lager bleibt insgesamt stabil, aber die SPD verliert stark. Die Grünen gewinnen das, was die SPD verliert. Das macht uns eher weniger Sorgen. Wir freuen uns sehr, dass wir fast 40% als CSU bekommen haben. Wir haben im Wahlkampf gemerkt, dass unglaublich viel Interesse an dem Thema Europa da ist, dass die Menschen durch den Brexit, durch den Krieg in der Ukraine, durch Trump, durch verschiedenste Ereignisse auf der Welt, die sich wieder auf Europa besonnen haben, gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass wir zusammenstehen als Europäer. Das war die Message von der CSU als klare proeuropäische Partei. Ich denke, mit fast 40% würden wir uns dabei noch bestätigen. Der Klimaschutz als Thema, hat das in das Lager der Grünen deutlich eingezahlt? Ganz bestimmt. Ich meine, wir haben ja die Ergebnisse des Bienenvolksbegehrens auch gesehen. Wir wissen, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, dass viele Menschen der Umweltschutz ein entscheidend wichtiges Thema ist. Das greifen wir auch auf als CSU. Es ist ja nicht so, dass die Grünen das alleine spielen, dieses Thema. Nur uns ist eben immer wichtig, dass wir sagen, wir wollen Umweltschutz unbedingt vorantreiben, aber nicht auf Kosten der Landwirte, sondern in einem Verbund. Naturschutz und Landwirte zusammen. Das haben wir, denke ich, mit dem runden Tisch in München auch erreicht, wo nicht nur das Ergebnis dieses Bürgerbegehrens, des Volksbegehrens aufgegriffen wurde und umgesetzt wird, sondern sogar noch darüber hinausgegangen wird. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Ein guter Weg könnte für Bayern auch sein, dass der mögliche Kommissionschef hier aus unserem Freistaat kommt, mit Herrn Weber. Die Wahl allgemein läuft eigentlich ganz gut in diese Richtung. Auch in Österreich ist ziemlich konservativ gewählt worden. Also die Chancen sind gut. Was könnte das Ganze für Bayern bringen? Ich glaube, das ist eine unglaubliche Chance dafür, mit Manfred Weber zum ersten Mal überhaupt einen Bayern auf den Sessel des Kommissionschefs bringen können. Manfred Weber, ich kenne ihn persönlich gut, wir haben intensiv gemeinsam Wahlkampf geführt und es ist ein toller Mensch, es ist ein Mensch, der neue Ideen bringt, er ist erst 46 Jahre alt und spricht dafür auch als ein Vertreter der jungen Generation. Ich glaube, das wäre für Bayern ganz toll, wenn wir mit ihm einen solchen glühenden Europäer, der ja nicht nur eben Bayer ist, er ist Bayer, aber eben auch glühender Europäer, wenn wir ihn auf den Chefsessel in Brüssel bekämen, wäre toll. Jetzt sind Sie ja auch keiner dieser ganz alten Garde, sondern ein frisches Gesicht für die Europapolitik auch. Haben Sie für sich schon mal gerechnet, bei wie viel Prozent Platz für mich? Für mich war immer klar, auf Platz 12 der Bayerischen Liste zu stehen. Der CSU ist ein tolles Ergebnis, ist ein Vertrauensbeweis meiner Partei. Aber die Chancen sind doch sehr übersichtlich. Wir hätten über 80% für die CSU gebraucht. Und das ist selbst für eine erfolgsverwöhnte Partei wie die CSU nicht zu erwarten. Insofern ging es mir in dem Wahlkampf darum, dass ich mich als überzeugter Europäer hinstelle, dass ich das Gesicht dieses Wahlkampfs in Augsburg für die CSU bin. Ich habe über 30 Veranstaltungen durchgeführt und besucht. Ich war bei unendlich vielen Haustürbesuchen an Infoständen und habe gemerkt, dass das bei den Leuten ankommt, wenn man das direkte Gespräch anbietet, im direkten Gespräch Fragen zur Europa beantwortet. Und von daher bin ich hochzufrieden mit diesem Ergebnis. Diese 40% in Augsburg können sich sehen lassen. Jetzt sind Sie ja auch kommunalpolitisch sehr stark involviert hier in Augsburg, sind unter anderem Vorsitzende Ihrer Partei in Göggingen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn ein Weber jetzt schreit, Fink, ich brauche dich in Brüssel, in Straßburg für dieses oder jenes Amt, wäre das eine Option für Sie, Augsburg zu verlassen? Also der Manfred Weber hat meine Handynummer, mal schauen, ob er anruft. Ulrike Bahr, die Vorsitzende der SPD hier in Augsburg, ein schwerer Tag für Sie. Im Bund 15% ungefähr, hier in Augsburg, in Bayern. Um die 10%. Wie kann das passieren? Ja, zunächst kann man sagen, wie kommt das? Oder ich sprach zum ersten Moment, es ist eine schwere Niederlage, es ist ein ganz schlechtes Ergebnis. Man hat zwar von den Umfragen her schon in etwa ahnen können, aber jetzt dann eben wirklich der Fakt. Und wir sind hier in Augsburg so ein bisschen klein, ein bisschen besser als der Bayern-Trend, aber es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein absolut schlechtes Ergebnis ist. Und auf der anderen Seite haben wir wirklich eine
meine ich eine guten Wahl. Ich bin auch mit vielen jungen Leuten, mit einem guten Kandidaten, mit Ben Adam. Und ich glaube, dass man in Bayern an der Spitze mit der Maria Neukel eine sehr kantige Frau gehabt hat als Kandidatin. Und Katharina Bade auch geglaubt, dass sie eine Spur gebracht hat. Ich denke, über den Bund überlegen müssen, wo wird die klare Kandidatin sichtbar in einer bestimmten Koalition. Es ist sehr schwierig. Ich glaube, das Thema Klimaschutz ist zu wenig klar gefasst worden. Und ich hoffe auch, dass mit dem Thema der Grundrente, dass wir jetzt einen Anfang dessen haben, dass wir da vorankommen und Kante zeigen können, dass wir die Grundrente ohne eine Wirtschaftlichkeitsquote haben wollen, dass wir uns hier auch durchsetzen wollen. Ich glaube, es hilft nichts, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist nicht. Ich glaube, wir müssen den Leuten Mut machen, die sich engagiert haben und die weitermachen werden wollen, auch diese SPD stehen. Vielleicht kommt auch eine bessere Zeit. Klare Kante, das war jetzt das Stichwort. Man hat jetzt schon von einigen Größen Ihrer Partei gehört, dass Konsequenzen her müssen. Die x-te Wahl, die hier verloren geht, dazu kommt Bremen, wo es auch nicht so besonders gut für Ihre Partei heute aussieht. Die letzte Bastion, das letzte Bundesland, wo man immer Rückhalt hatte. Wie muss so eine Konsequenz aussehen? Kann man sich da schon zu äußern? Gibt es da schon Ideen, ja auch im bayerischen SPD-Vorstand? Also ich glaube, es ist zu früh, jetzt hier sofort die Konsequenzen jetzt umzusetzen, würde ich schon meinen. Ich glaube, wir müssen sehr, sehr klug überlegen und auch kreativ. Und ich persönlich bin kein Freund dessen, sofort personelle Konsequenzen immer gleich zu ziehen, wenn man etwas schlecht gelaufen ist. Aber natürlich muss man sich insgesamt natürlich innerhalb Strukturen überhaupt die SPD. Aber ich denke vor allem mit den Inhalten, weil ich glaube, durch die Inhalte rüberzubringen, da hat die SPD, glaube ich, in den letzten Jahren Jahrzehnten verloren. Aber ich glaube, ganz wichtig, wenn man sich da wieder anzusetzen. Was muss gemacht werden, dass diese Leute wieder zurückkommen? Sie haben es angesprochen, gerade hier in Bayern waren auch einige junge Kandidaten, wie hier in Augsburg, Ben Adam am Start. Müsste man nicht mehr auf diese junge Generation bauen? Ganz sicher, ich bin fest davon überzeugt, dass wir viel mehr noch im Wahlkampf ausrichten müssen, junge Leute auf deren Art und Weise Politik zu machen, deren Verständnis aufzugreifen, auch zuzuhören und zu schauen, was erwischt die Leute. Das hat Ben Adam, glaube ich, ganz gut verkörpert, aber wir müssen noch viel, viel mehr daran arbeiten. Das war jetzt ein erster kleiner Schritt, was den jungen Wahlkampf angeht, aber da muss viel mehr getan werden. Auch die Themen, die jungen Leute betreffen. Ohne allerdings, das muss ich auch sagen, der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken, weil die Gesellschaft wird auch älter, sie wird älter und älter. Ein wichtiges Thema in diesem Wahlkampf war der Klimaschutz. Die Grünen haben wahrscheinlich auch deshalb ziemlich stark punkten können, sind jetzt zweitstärkste Kraft. Immer da, wo sich die SPD eigentlich so in der Größenordnung sieht. WW tut das und was kann man dagegen tun? Was muss man tun oder drückt man heute einfach hier Steffi Schubnecht beispielsweise die Hand und sagt, Glückwunsch, ihr habt es einfach besser gemacht wie wir. Ja, ich habe die Grünen gratuliert, ja, da kann man neidisch draufschauen. Ich glaube, Klimaschutz muss ein Thema sein. Ich glaube, im Bund hat unsere Ministerin sehr wohl gezeigt, dass sie die anderen Ministerien auch in Zugzwang bringen kann, wenn es darum geht, wirklich was umzusetzen. Ich glaube auch, dass Klimaschutz nicht nur so nebenbei gemacht werden kann. Es muss aber immer verbunden sein mit der sozialen Komponente. Ja? Klimaschutz muss sich auch jeder und jede leisten können. Und dafür stehen wir, dass die SPD sagt, der kleine Mann, die kleine Frau, die muss sich den Klimaschutz auch leisten können. Dafür wollen wir auch die ökologische Politik machen. Wie geht es jetzt dann in dieser Woche weiter? Sie haben gesagt, man muss überlegen, was passiert. Wann wird überlegt? Wann sitzt man zusammen? Ja, für Augsburg ist es so, dass wir morgen eine ganz normale ordentliche Vorstandssitzung haben. Wir werden unseren Wahlkampf hier in Augsburg auswerten, aber sicherlich auch über unser Tellerrand hinausschauen. Es findet die nächsten Wochen natürlich im Landesvorstand eine Sitzung, verschiedene Telefonkonferenzen statt, wo man die verschiedenen Gebiete, Stimmkreise, Wahlkreise auswertet, wer wo, wie war es am besten gemacht hat, kann man ansetzen. Natürlich, also übernächste Woche werde ich wieder nach Berlin fahren und da wird sich bestimmt auch in der Koalition eine große Diskussion auftun. Läuft's, oder? Vielen Dank. Das ist ein fulminantes Ergebnis und es gibt viele Gründe, sich zu freuen. Einmal, dass wir so gute Durchschnitt haben. In Bayern haben wir eigentlich bessere Ergebnisse als für die Landtagswahlen. Bundesebene sind wir zweitstärkste Kraft. Dann haben wir 22 Abgeordnete im Europaparlament und AfD ist ja unter 10% gedrückt in Bayern. Deswegen freue ich mich sehr eigentlich auf diese alle Ergebnisse. Was waren die Gründe? Warum sind die Leute auf die Seiten der Grünen gekommen? Waren es wirklich nur die schwachen SPDler oder war das Thema Klimaschutz, Antirassismus, die rechte Front oder wie man auch immer es nennen will, verhindern oder was waren die Themen? Bei den Wählerinnen gibt es eine sehr starke Unzufriedenheit. Wir haben jedenfalls den Eindruck, dass die Politik
eher die Probleme löst, blockiert und deshalb wollen sie noch mehr Nachdruck die Kräfte unterstützen, die eine Veränderung wollen, im Bereich Klimaschutz, auch Sozialpolitik, aber auch in der Vielfalt in der Gesellschaft. Sie haben angesprochen, die AfD unter 10%, aber auch die SPD im Bund bei 15%, hier in Augsburg 10%, Bayern ein miserables Ergebnis. Wie kann man das beurteilen? Ja, ich finde es einfach jedenfalls mal nicht schön für die SPD, aber jedenfalls in Bayern, Landtagsergebnis war ja ähnlich. Die SPD muss sich jetzt Gedanken machen, wie sie aus dieser Lage rauskommt. Auf jeden Fall ist es für die SPD eine sehr schlechte Situation. Ihre Partei muss sich auch Gedanken machen, Sie haben es angesprochen, Sie haben jetzt richtig viel Abgeordnete im Europäischen Parlament, die Deutschland dort vertreten. Wie kann man und mit welchen Themen das ganze Ergebnis halten oder vielleicht auch ausbauen? Im nächsten Jahr steht ja im Bund noch was Großes an. Ja, wir stehen ja nicht voll für Europa. Das heißt, wir wollen in Europa auch verbessern, aber ausbauen und stärken. Das ist ja, das haben wir klar kommuniziert. Und deshalb sind wir auch belohnt worden von Wählerinnen, weil die, die Menschen wollen eigentlich eine Europa. Europa war für uns in den letzten Jahren eigentlich sehr wichtig für eine Friedensprojekt und aber auch einige Probleme, die wir in Europa weit lösen müssen, angestoßen wird. Und wir sind, stehen dazu und die Europaskeptiker, die haben es verloren, jeden Fall. Und das ist eine sehr positive Entwicklung für unsere Zukunft. In den Ländern, die die letzten Tage schon gewählt haben, konnte man so eine Bewegung in Richtung der grünen Bewegung oder Parteien auch sehen. Auch dort ist teilweise einiges dazu gewonnen worden. Wie groß sind die Chancen, dass man jetzt wirklich die eigenen Themen im Parlament durchdrückt? Ja, jedenfalls wesentlich höher als wie vorher. Klimaschutz ist eigentlich ein Problem, ein globales Problem, aber ein Problem für alle Länder in Europa. Und deshalb wird man in diesem Bereich noch stärker im Europaparlament agieren und versuchen, an Lösungen zu kommen. Welche Freude überwiegt jetzt? Die Freude über Ihr eigenes Ergebnis oder die Freude darüber, dass man das rechtspopulistische Lager etwas kleiner hat halten können, als es zu befürchten war? Beides. Ich bin auf beide Ergebnisse wahnsinnig erfreut. Einmal die Europaskeptiker, aber auch Verhinderer, dass sie dann jedenfalls einen Denkanstoß bekommen haben und auch, dass die Befürworter einen Schwung bekommen haben. Also ich bin sehr zufrieden und glücklich mit diesem Ergebnis.